Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich habe Post bekommen und zwar habe ich vor einer Weile japanische Spiele bestellt in der Wundertüten-Edition, sagen wir mal, von Konsolenkost und darunter waren halt vier Gameboy-Spiele, drei Gameboy Color und drei Gameboy Advance. Ich zeige euch jetzt mehr oder weniger im Schnelldurchlauf, was ich bekommen habe. Zum Glück steht da hinten halt auch, was das ist. Also, zum einen haben wir hier: Das ist Trump Boy 2. Dann haben wir Duster. Das ist Mahjong Yakuman. Gut, Mahjong halt. Das ist geil. Tamagotchi. Game Hacken 2 Tamagotchi. Und vor allem die Farbe, so, es ist halt wirklich sehr, sehr bleichgelb, eierförmig, so Eierschalen. Sehr geil. Dann hätten wir Ultraman, Chotochi Gekiden. Kann man vielleicht erkennen? So. Dann kommen Game Boy Color. Und da haben wir Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4, Yonoichi Deck. Okay. Dann hätten wir nochmal Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 3, Sanse Seishin Kurin für den GBC. Schön. Und dann hätten wir Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4, Yugi Deck. Jo. Oh, warte. Hatten wir hier noch? Nee, habe ich. Game Boy Advance. Haben wir dieses Spiel. So. Kann man ein bisschen erkennen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich halt im Stream noch näher drauf eingehen. Und zwar ist das Power Broken Pocket 6. Haben die immer dahin geschrieben. Geil, Schärfe. Cool, egal. Steht auf jeden Fall da. Dann hätten wir, oh Gott, Grocket 3 Granyu Okoku no Naso. Das ist das hier. Sehr unscharf, cool. Der hat so einen Kackerhaufen, den er balanciert, keine Ahnung. Und dann hätten wir Momotaro Matsuri. Super unscharf. Ja, das sind die Erneuerungen aus der Wundertüte der Konsolenkost. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde natürlich im Stream näher darauf eingehen, ob die funktionieren, in welchem Zustand bisher der Zustand oder so. Ja, man merkt halt oder so, die wurden gereinigt, beziehungsweise sind die in einem sehr guten Zustand. Und ja, Näheres sehen wir dann im Stream. Mal gucken, vielleicht heute oder morgen. Also hier, ciao, ciao. Tschüss.